Ja, hallo. Ja, ja, hallo. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles bei uns, ja, und wir hören uns auf jeden Vortrag. Ja. Okay, das heißt, Sie können mich hören? Ja. Sehr schön, super. Okay, dann soll ich anfangen? Ja, bitte. Okay, also ich darf mich sehr herzlich für die Einladung bedanken. Es ist für mich eine überaus große Freude und Ehre, im Zuge der Konferenz zur Transzendentalphilosophie und Transzendentalphänomenologie in meinem Fall einen Vortrag zu halten. Ganz besonderer Dank auch an Sie, Professorin Anna Schieren, mit der ich eben korrespondiert habe, via E-Mail. Und mein Vortrag thematisiert Edmund Husserls transzendentale Phänomenologie. Das Ziel meines Vortrages besteht darin, zu zeigen, dass transzendentale Phänomenologie und empirische Wissenschaften nicht völlig losgelöst voneinander sind, sondern Beziehungen gegenseitiger Bereicherungen möglich sind. Konkret will ich zeigen, dass Ergebnisse der Experimentalpsychologie phänomenologische Einsichten positiv unterstützen kann. Und mein Fokus liegt hierbei auf erkenntnistheoretischen Prinzipien. Das bedeutet, ich werde zuerst Husserls phänomenologisch erkenntnistheoretische Prinzipien näher beleuchten und dann zeigen, inwiefern experimentelle psychologische Forschungen diese Prinzipien motivieren oder unterstützen können. Der erste Abschnitt des Vortrags lautet Phänomenologie als a priorische Wissenschaft und ihr Verhältnis zu den empirischen Wissenschaften. Bei Husserls transzendentaler Phänomenologie handelt es sich um eine wesensmäßig a priorische Wissenschaft. Ja, noch eine technische Bitte. Ja? Können Sie logische Pausen einbauen? Ich muss sie übersetzen. Okay, na bitte. Ja? Dann übersetze ich kurz, ja, was ich vorhabe. Значит, доклад. You can understand. No, I don't understand Deutsch. Wow. Little for for Kant. Но, в любом случае, что он собирается сделать? Он собирается, его интерес лежит в области теории познания, и он собирается гусельский априоризм дополнить экспериментальными как бы, познаниями. Он собирается показать, что между эмпирическими науками и феноменологией есть взаимосвязь, и что результаты эмпирических наук могут подтверждать феноменологические... He intends to show that there is a connection between empirical sciences and Thank you. Okay, super. Also, eben zum ersten Abschnitt. Bei Husserls transzendentaler Phänomenologie handelt es sich um eine wesensmäßig a priorische Disziplin. Das bedeutet, dass phänomenologische Einsichten weder durch die Sinne noch durch Introspektion gerechtfertigt werden. Vielmehr handelt es sich bei phänomenologischen Einsichten um intuitive, eidetische Einsichten, nämlich Einsichten des Verstandes, Einsichten, die sich auf Strukturen des Bewusstseins beziehen, insbesondere Strukturen des Erfahrens und Erlebens. In Bezug auf sinnliche Erfahrungen, also beispielsweise visuelle Wahrnehmungen, gelangt Husserl etwa zu folgenden phänomenologischen Einsichten. Erstens, sinnliches Bewusstsein ist intentional, das bedeutet, sinnliche Erfahrungen weisen immer das Merkmal der Intentionalität auf, sind auf etwas gerichtet. Zweitens, sinnliche Erfahrungen weisen das Merkmal originärer Gegebenheit auf. Das bedeutet, sie präsentieren ihre Gegenstände auf distinkte Weise als leibhaftig Gegenstände. Und drittens, sinnliche Erfahrungen sind eine Quelle von Evidenz, in der Husserls-Terminologie eine Quelle inadäquater Evidenz im Unterschied zu adäquater und apodiktischer Evidenz. Gemäß Husserl handelt es sich bei diesen drei Prinzipien um a priorische Einsichten in die Strukturen sinnlichen Bewusstseins. Diese drei Einsichten sind notwendige Wahrheiten und sind nicht das Ergebnis empirischer Untersuchungen, sondern können unmittelbar eingesehen werden.
am Beispiel von dem dritten Prinzip, E3, erkennen wir bereits, dass solche phänomenologischen Einsichten von großer erkenntnistheoretischer Relevanz sind, worauf wir im Abschnitt 2 genauer eingehen. Husserl betont, dass es sich bei seiner transzendentalen Phänomenologie um eine a priorische Wissenschaft handelt und dass die Quellen phänomenologischer Einsichten unmittelbare ethische Intuitionen sind. Im Anbetracht des a priorischen Charakters der husserlschen Phänomenologie stellt sich natürlich die Frage, ob transzendentale Phänomenologie und die empirischen Wissenschaften in irgendeiner Form voneinander profitieren kann oder ob sie als völlig losgelöst voneinander angesehen werden müssen. Und in diesem Kontext vertrete ich zwei Thesen, nämlich erstens, die Phänomenologie als identisch a priorische Wissenschaft ist unabhängig von den empirischen Wissenschaften, in dem Sinn, dass sie bei identischen Intuitionen meine Unabhängigkeit Quelle unmittelbarer Rechtfertigung handelt. Aber zweitens, Phänomenologie und empirische Wissenschaften sind nicht völlig losgelöst voneinander, sondern können in einem gegenseitig bereichernden Verhältnis stehen. Empirische Evidenz kann ethische Einsichten unterminieren, empirische Evidenz kann aber auch ethische Einsichten begreifen. Die Idee hier ist, dass sich bei a priorischen und empirischen Methoden zwar um unterschiedliche Methoden handelt, dass aber Fälle möglich sind, in welchen beide Methoden Ergebnisse produzieren, welche für dieselben Fragen relevant sind. Insbesondere. Vielen, vielen Dank. Können Sie bitte eine Pause machen? Das ist ja zu viel. Ja, wir müssen übersetzen. Трансцендентальная феноменология Гуссерля – это априорная дисциплина. Это означает, что она по большей части связана с идеей интроспекции. Вернее, скажем так, она не связана с идеей интроспекции, напротив, это интуитивное познание, идентическая достоверность. И здесь Фильберкотов указывает на следующее. Аспекты феноменологического исследования. Чувственное сознание является интенциональным. Это означает, что чувственный опыт всегда указывает на структуры интенциональности. То есть чувственное сознание всегда на что-то является направленным. Опять же, чувственный опыт всегда связан с непосредственной данностью. То есть это означает, что предметы даны действительно, как они существуют. Ну и чувственный опыт является источником очевидности, что означает в гуссерлевской феноменологии это опыт некой неадекватной очевидности, противоположность адекватной или аполитической очевидности. Ну и у Гуссерля речь идет о определенных структурах чувственного сознания, об априорной, скажем так, необходимой достоверности структуры чувственного сознания. И идея заключается в том, что несмотря на то, что в трансцендентальной феноменологии речь идет об априорной дисциплине, существует взаимосвязь между априорной феноменологией, трансцендентальной феноменологией и эмпирическими науками, и они могут извлечь из этого отношения пользу каждой друг для друга. Вот здесь Филипп Гарткотов защищает два тезиса. И он все смогущий. Не, он сказал это уже, да, что феноменология как эдетически априорная наука независима от эмпирических наук в том смысле, что она опирается на эдетическую интуицию как независимый источник непосредственного подтверждение своего познания, да, феноменология и эмпирические науки не являются полностью изолированными, но находятся в отношении, которое может обогатить каждую из сторон. Эмпирическая очевидность является основанием в некотором смысле эдетической очевидности, и эмпирическая очевидность может подтвердить или сделать более сильной эдетическую очевидность. Insbesondere wollen wir thematisieren, inwiefern Husserls transzendentale Phänomenologie von empirischen Untersuchungen profitieren kann. Da es sich bei Husserls transzendentaler Phänomenologie um eine a priorische Disziplin handelt, könnte man annehmen, dass ein positiver Einfluss empirischer Wissenschaften prinzipiell ausgeschlossen ist. Tatsächlich bringt es an vielen Stellen Husserls Werke so,
Es wird eine derartige positive Einfluss prinzipiell ausschließen. Es gibt allerdings einen wenig bekannten, aber überaus lehrreichen Text, der die Sache etwas anders darstellt. Dieser Text wurde von der Phänomenologin Edith Stein im Namen Husserls verfasst. Und hier heißt es, Zitat, die Unabhängigkeit der Phänomenologie von aller Erfahrung, die auch eine Korrektur der Wesenserkenntnis durch psychologische Fragen ausschließt, hat immer besonderen Anschluss mit. Man hat darin immer einen Anspruch auf Unfehlbarkeit, auf Unmöglichkeit eines Irrtums gesehen. Das ist freilich niemals behauptet worden. Und es liegt auch in der Betonung des Eigenreichs und der Einheit der Wesenserkenntnis keineswegs beschlossen. In weiterer Folge wird in diesem Text folgende Frage aufgeworfen. Wenn die Erfahrungswissenschaft phänomenologisch geschautes berichtigt, sollte er, nämlich der transzendentale Phänomenologe, diese Berichtigung ignorieren. Und Stein und Husserl geben mir folgende Antwort. Die Antwort kann nach den bisherigen Ausführungen nicht zweifelhaft sein. Die Erfahrung kann den Wesensforscher darauf aufmerksam machen, dass in seinen Feststellungen ein Fehler stecken muss. Sie kann ihn veranlassen, diese Feststellungen in einer neuen Intuition zu prüfen und zu berichtigen, aber sie selbst kann nicht als Berichtigung dienen. Denn nur in Wesensanschauung kann ich Wesensansichten gewinnen. Also das Erste, was uns in diesem Kontext auffällt, ist, dass auch a priorische Wesenansichten vergibel sind. Das ist natürlich zentral für die Frage, ob empirische Ergebnisse phänomenologische Forschung bereichern kann. Wäre phänomenologische Forschung infallibel, dann wäre eine solche Bereicherung ausgeschlossen. Weiters sehen wir, dass hier prinzipiell die Möglichkeit eingeräumt wird, dass phänomenologische Wesensansichten von empirischen Ergebnissen unterminiert werden. Daher ist es auch nur naheliegend anzunehmen, dass phänomenologische Wesenseinsichten von empirischen Ergebnissen auch bekräftigt werden kann. Und die Hauptthese meines Vortrages ist es, dass Ergebnisse der experimentellen Psychologie phänomenologische erkenntnistheoretische Prinzipien bekräftigen kann. Im nächsten Abschnitt werde ich diese phänomenologische erkenntnistheoretischen Prinzipien näher beleuchten. Soll ich vielleicht nur eine kurze Pause machen? Ja, danke. Речь идет о том, что эмпирические дисциплины и феноменология находятся в отношении взаимного влияния, и эмпирические науки могут оказывать позитивное воздействие на содержание феноменологии. Опять же, экспериментальная психология может подтвердить или усилить феноменологические принципы и принципы теории познания. И вот в конце в следующем параграфе Филипп Дерхофер будет более подробно разбирать вот эти вот понятия. Also jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt, nämlich eine phänomenologische Konzeption der epistemischen Rechte. Hier will ich kurz einige Grundpfeiler einer phänomenologischen Erkenntnistheorie skizzieren. Erstens, epistemische Rechtfertigung und Wissen sind subjektiv, in dem Sinne, dass es immer ein Subjekt ist, das über Wissen verfügt und dass es immer subjektive Akte sind, welche rechtfertigen. Nicht alle, das ist das zweite Prinzip, nicht alle subjektiven Akte rechtfertigen, sondern nur originär gebende Anschauungen. Originär gebende Anschauungen sind in Husserls Terminologie Erfahrungen, die ihre Gegenstände als leibhaftig gegenwärtig präsentieren. Und gemäß Husserl inkludiert das nicht nur sinnliche Wahrnehmungen, sondern auch Introspektionen und a priorische Wesensansichten. Drittens, originär gebende Anschauungen sind eine Quelle unmittelbarer Rechtfertigung. Drittens, originär gebende Anschauungen sind die letzte Quelle epistemischer Rechtfertigung. Das bedeutet, jede Rechtfertigung muss in irgendeiner Weise auf originär gebende Anschauungen rückführbar sein. Und fünftens, originär gebende Anschauungen verdanken rechtfertigende Kraft ihrem distinkten phänomenalen Charakter, also dem Umstand, dass ihre Gegenstände als leibhaftig gegenwärtig präsentieren. Und unter phänomenalen Charakter verstehen wir die Art und Weise, wie ein Erfahrungserlebnis einen Gegenstand präsentiert. Und in unterschiedlichen Publikationen habe ich dieses phänomenologische Prinzip, diese phänomenologische Konzeption epistemischer Rechtfertigung auf folgende Weise spezifiziert, nämlich zu sagen, certain experiences have a distinctive justification confirmed phenomenology if
an experience as such a certification confirmed by knowledge with respect to proposition B, then this experience, by virtue of its phenomenology, provides immediate prima facie justification for believing in that proposition. Oder eben auf Deutsch, gewisse Erfahrungserlebnisse haben einen distinkten rechtfertigenden nahen Charakter, und wenn ein Erfahrungserlebnis einen derartigen rechtfertigenden nahen Charakter bezüglich der Proposition besitzt, dann ist dieses Erfahrungserlebnis aufgrund des nahen Charakters eine Quelle unmittelbarer prima facie Rechtfertigung bezüglich dieser Proposition. Und im Folgenden soll gezeigt werden, dass diese phänologische Konzeption epistemischer Rechtfertigung durch Forschungen der exponentiellen Psychologie unterstützt werden kann. Soll ich wieder Pause machen? Ja. Ich habe на эпистемологические моменты своей концепции и следующий момент здесь он подчеркивает. Значит, эпистемологическое доказательство знаний субъективных в том смысле, что они принадлежат субъекту. Дальше не всякие субъективные акты нуждаются в вот этом подтверждении, но только такие, которые являются непосредственно обнаруживающими созерцаниями, то есть такими, которые представляют сам предмет. Опять же, вот эти созерцания являются источником непосредственного подтверждения. Эти же созерцания являются предельными источниками эпистемического подтверждения. Ну и, опять же, эти самые созерцания обладают вот этой силой, подтверждающей силу, потому что они обладают феноменальным характером, то есть они представляют сам предмет. Ну и далее... Опять же, Филипп Дуркоппер указывает на то, что некоторые определенные переживания нашего опыта имеют отличительный такой феноменальный характер подтверждения, и в этом смысле они являются источником непосредственно, что истинного познания. Я хочу добавить то, что сказал Олег. Это все... называет феноменологической концепцией эпистемологического оправдания как бы, знания. Да? Вот эти все пункты, они входят в состав вот этой концепции. Сейчас мы будем рассказывать, как эта концепция функционирует в отношении экспериментальных исследований. Да. Так еще. Dann kommen wir zum dritten, letzten Abschnitt des Vortrags, der lautet erkenntnistheoretische Implikationen experimentell-psychologischer Forschung. Zuerst, es ist unbestritten, dass Ergebnisse der experimentellen Psychologie relevant für die Philosophie des Geistes sein können. Aber es wird nur sehr selten argumentiert, dass eben Ergebnisse der experimentellen Psychologie auch relevante erkenntnistheoretische Implikationen haben. Ich will dir zeigen, dass unsere phänologische Konzeption epistemischer Rechtfertigung aus dem vorherigen Abschnitt durch Ergebnisse der experimentellen Psychologie unterstützt werden kann. Hier konzentriere ich mich auf ein Phänomen, das in der neuropsychologischen Forschung als Blindsight oder eben auf Deutsch Blindsehen bezeichnet wird. Unter Blindsehen versteht man das Phänomen, dass bei einer seltenen Art der Erblindung Patienten einen visuellen Reiz nicht bewusst sehen können, aber dennoch korrekt auf diesen Reiz reagieren können. Experimentell psychologische Studien haben ergeben, dass derartige Patienten teilweise äußerst zuverlässig visuelle Reize identifizieren können, obwohl sie das Gefühl haben, sie würden nur raten, dass sie eben diesen Reiz nicht bewusst sehen können. Und Lawrence Weisskranz, der das Phänomen des Blindsehens entdeckt, und ausführlich untersucht hat, berichtet von folgenden experimentellen Ergebnissen. Und das ist ein Zitat auf Englisch. For example, even though patient ED could not see one's outstretched hand, he seemed to be able to reach for it accurately. He put movable markers on the wall to the left of his fixation, and again he seemed to be able to point to them, although he said he did not actually see them. Similarly, when a stick was held up in his blind ear, in a horizontal or vertical position, and he was asked to guess which of these two orientations is assumed, he seemed to have no difficulty at all, although again he said he could not actually see the stick. After one such long series of guesses, and he made virtually no errors,
he was told how well he had done. In the interview that followed, and which was recorded, Patient expressed considerable surprise. Also bei diesem Beispiel, bei dieser Studie, sollte der Patient, die unter Benzin leiden, sehr zuverlässig auf externes Mittel reagieren können, obwohl sie kein bewusstes Sehen von diesem Reiz haben. Und auf diesen empirischen Untersuchungen basierend können wir uns folgendes Beispiel ausdenken. Das ist ein hypothetisches Beispiel, motiviert durch solche psychologische Studien. Ein Patient S, der unter Blindsinn leidet, liegt auf einem Zettel Papier. Auf diesem Zettel befindet sich ein Kreis im Bereich B1 und ein Dreieck im Bereich B2. In Bezug auf B1 kann S ganz normal sehen. S sieht den Kreis. B2 liegt aber im blinden Fleck vom Patienten. Der Patient S kann das Dreieck nicht sehen. Basierend auf der visuellen Zettelwahrnehmung bildet S nun die Urteile, dass sich auf dem Zettel ein Kreis befindet und auch, dass sich auf dem Zettel ein Dreieck befindet. Und die Frage ist nun, ob beide Urteile gleichermaßen gleichberechtigt sind. Und es scheint mir, dass hier in Bezug auf beide Urteile einen bedeutenden phänomenologischen Unterschied gibt, der wiederum einen bedeutenden erkenntnistheoretischen Unterschied einhergibt. Der phänomenologische Unterschied ist offensichtlich. S kann den Kreis sehen, das bedeutet, das Urteil von S, auf diesem Zettel befindet sich ein Kreis, ist auf ein visuelles Wahrnehmungserlebnis gestützt, in dem der Kreis als leibhafte Gegenwärtig präsentiert wird. In Bezug auf das Dreieck hat die Person aber kein bewusstes Wahrnehmungserlebnis. Das heißt, das Dreieck wird nicht als leibhafte Gegenwärtig präsentiert. Nun zum erkenntnistheoretischen Unterschied. Es ist äußerst plausibel anzunehmen, dass die Person S unmittelbar gerechtfertigt ist, zu glauben, dass sich auf dem Zettel ein Kreis befindet. Intuitiv scheint die Person aber nicht gerechtfertigt zu sein, zu glauben, dass sich auf diesem Zettel auch ein Dreieck befindet. Selbst wenn dieser Glaube aufgrund des Blindsinns zuverlässig, also reliable, zustande gekommen ist, ist S nicht gerechtfertigt, solange sein visuelles Wahrnehmungserlebnis den Gegenstand nicht leibhaftig präsentiert. Das spricht entgegen externalistische Theorien der systemischen Rechtfertigung, wie beispielsweise den Reliabilismus. Die beste und naheliegendste Erklärung sind unsere internalistische phänomenologische Konzeption epistemischer Rechtfertigung dar. Bevor ich jetzt die Konklusion mache, wollen Sie noch übersetzen? Mhm. Ja. Слышно? Нет? Это все было слышно. Тут уже давно не слышно ничего, я поэтому не говорю ни о чем. Значит, речь идет о примерах, которые рассказывает Филипп Дакота, которые служат для подтверждения идеи важности экспериментальной психологии для философии. Это в частности связано с феноменом видение вслепую, когда человек, который внезапно теряет зрение, тем не менее оказывается способным распознавать определенные образы или распознавать определенные, реагировать на определенные воздействия из внешней среды. Ну и для Филиппа Дюрпопера это является доказательством того, что в общем, есть возможность использовать результаты вот этой экспериментальной психологии для того, чтобы переосмыслить некоторые моменты, касающиеся феноменологической теории классификации. Да, мы получили очень важную концепцию, когда он сказал, что теперь, значит, вот на бумажке круг нарисован треугольник, круг он видит, а треугольник он как бы не видит. Да. И тем не менее. И тогда получается, что эти два высказывания имеют различный феноменологический статус, потому что когда он видит круг, да, у него непосредственное восприятие действительного предмета, а когда он как бы говорит, что это треугольник, но он его не видит, да, он просто его идентифицирует, то это уже феноменологический другой статус у этого восприятия. Он не видит непосредственно, он делает заключение. Из того, что феноменологический статус у этих высказываний разные у них и эпистемологический статус. В первом случае человек оправдан в своем, как бы, в своем
высказывание, потому что это высказывание непосредственно подтверждается непосредственно очевидностью. А второе высказывание, эпистемологический статус, сомнителен, потому что это высказывание не подтверждается непосредственным восприятием чувственным. И дальше вот он теперь хочет сделать относительно. Okay. Also jetzt sind wir Konklusion. Dieses Beispiel, das wir eben besprochen haben, soll exemplifizieren, dass Ergebnisse experimentell-psychologischer Forschung durchaus relevant für erkenntnistheoretische Probleme sind und dass diese Ergebnisse insbesondere benutzt werden können, um für eine ganz zentrale phänomenologische Erkenntnistheorie zu argumentieren. Dieses Beispiel des Blindsehens ist hierbei natürlich nur eines von vielen relevanten Beispielen, auf das ich mich hier konzentriert habe. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass empirische Ergebnisse durchaus relevant für transzendentale philosophische Systeme sein können und dass eine phänomenologische Erkenntnistheorie ein großes Potenzial birgt, aktuelle Debatten auch in der analytischen Tradition zu bereichern. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja. Здесь он подводит итоги, опять же говорит о том, что его приведенные примеры показывают, насколько важное значение эмпирические исследования могут иметь для трансцендентальных наук. Да, потому что он сказал там раньше, в чем заключается разница, что экстерналистская или интерналистская, да, теория познания, да, в первом случае, то есть его пример тут подтверждает, что теорию познания нельзя рассматривать, да, как интерналистскую, получается. Вот это вот как бы в этом заключается релевантность экспериментальных. Исследованию экспериментальной психологии для эдетической феноменологии. Ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Ja, wahrscheinlich kommen jetzt ein paar Fragen. Можно? Переведете? Я привязался к примеру. Wir haben ein paar Fragen. Иди сюда, Сережа, говори в микрофон. Я привязываюсь к вашему примеру, вот, видимое и невидимое. А как быть, например, что мы, смотря на яблоко, мы же не видим ее заднюю поверхность. Как быть с утверждением вот, о том, что задняя поверхность яблока ну, тоже является красной? Или, например, что у этого яблока есть белая мякоть, которую мы тоже не видим. Вообще, это примерно вот, восходит к целостности. То есть есть промежуточный случай, да, что мы не просто там додумываем что-то, а все-таки это вот не совсем видимая часть яблока, либо с мякотью. Frage ist folgende, вот wirklich, wie wäre es mit der Wahrnehmung, mit der sinnlichen Wahrnehmung eines Apfels? Ja, Sie haben zum Beispiel, Sie sehen immer einen Teil des Apfels, Sie sehen nur die Oberfläche, aber Sie sehen nicht das Innere und ja, wissen nicht, dass das Innere weiß ist. Ja, und nicht. Und auf jeden Fall, die Frage ist verallgemeinern, in jedem Akt der sinnlichen Wahrnehmung gibt es das, was wir quasi nicht wahrnehmen, aber quasi mit wahrnehmen. Ja, so, sowas. Wie, was bringt das für, oder wie stehen Sie dazu? Ja, okay, vielen Dank. Genau, das ist eben, das betrifft Husserls Konzeption der Horizontintentionalität. Also Husserl spricht eben davon, dass wir ihm genau bei dem Beispiel, das Sie erwähnt haben, es ist, dass er eben auf den Apfel blickt, dann ist der Apfel immer nur aus einer gewissen Perspektive gegeben. Okay? Und das heißt, die Vorderseite des Apfels ist mir originär gegeben, unmittelbar gegeben. Und immanent von diesem Wahrnehmungserlebnis sind auch gewisse Antizipationen, wie dieser Apfel aus unterschiedlichen Perspektiven aussehen würde und dergleichen. Das ist eben das, was Husserl als Horizontintentionalität bezeichnet. Und ist ein ganz wichtiges Konzept seiner Phänomenologie. Und die Frage ist dann erkenntnistheoretisch in Bezug, worauf wir dann gerechtfertigt sind, wenn wir auf den Apfel blicken. Und wahrscheinlich würde man sagen dann, dass das, was uns originär gegeben ist, also die Vorderseite des Apfels, der Apfel selbst und so weiter,
kann wohl mehr unmittelbar gleichzeitig werden. Und das, was mitgegeben ist, ist quasi im Horizont der Wahrnehmung und kann quasi mitgerechtfertigt sein. Aber was rechtfertigt, ist eben das Wahrnehmungserlebnis dank ihres originär gegebenen Charakters. Und das ist eben ein typisches, essentielles, wesensmäßiges Merkmal sinnlicher Wahrnehmungserlebnisse, dass sie den Gegenstand nie vollständig geben, also nie das liefern, was Husserl adäquate Evidenz nennt, sondern sie haben immer nur inadäquate Evidenz und immer nur perspektivisch, aber sie sind trotzdem eine Quelle von Rechtfertigung. Ich bin eben inadäquate Evidenz dafür anzunehmen, dass dein Apfel steht und gewisse Sachen werden mit antizipiert. Genau, das ist ein wichtiges Merkmal der Husserlschen Horizontinationalitätslehre. Und man könnte argumentieren, dass das auch bekräftigt wird durch experimentelle Forschung. Also beispielsweise durch das, was man als Gestaltpsychologie genannt hat im 20. Jahrhundert. Also auch hier scheint es gewisse Übereinstimmungen zu geben zwischen den phänomenologischen Untersuchungen und den experimentellen theoretischen Untersuchungen. Danke. Значит, у нас есть следующий наш вопрос. По Гусселю сущностно каждому акту чувственного восприятия относится то, что что-то как бы не воспринимается при чувственном восприятии. У Гусселя это называется горизонт антиципации, когда вы одну часть яблока воспринимаете, а другой как бы домысливаете. Вот этот горизонт антиципации. Гуссель говорит в этой связи об адекватном и восприятии, и об и неадекватном восприятии. Адекватное – это поверхность яблоко, неадекватное то, что вы там обысливаете, что оно внутри белое. И получается то, что, о чем вы говорите, это еще с одной стороны Гуссель показал, с другой стороны это было в гештальт-психологии показано. И результаты Гусселя и гештальт-психологии, они только вот работают вместе и подтверждают. Другую сеть. Да, целом свободе, но тоже можно различать пять разных таких вот типов. Ja, es gibt jetzt einen Aufsatz von Sellers. Sellers erwähnt, wo fünf Positionen unterschieden werden. Ja, und, ja, das heißt, die Rolle der Einbildungskraft in der Erfahrung. Arbeitet das in Ihrer Richtung oder nicht? Es geht ein bisschen in die Richtung, also genau. Ist eben so, dass Sellers eben auch sich sehr mit Intentionalität beschäftigt und da teilweise ähnliche Terminologie verwendet, auch zu ähnlichen Positionen kommt. Er hat eine bisschen andere Terminologie, also ich glaube, er spricht nicht von Akten, im Sinne wie Husserl von Akten spricht, aber die Grundidee ist teilweise sehr ähnlich. Und genau, auch bei Husserl ist es so, dass die Imagination oder die Fantasie oder das Vorstellungsvermögen eine wesentliche Rolle im phänomenologischen System spielen. Und was Husserl eben auch interessiert, ist der Unterschied zwischen sinnlicher Wahrnehmung und Imagination oder Fantasievorstellung. Und Husserl würde sagen, dass sowohl die sinnliche Wahrnehmung, also zum Beispiel das visuelle Apfelerlebnis, ein anschaulicher Akt ist, und auch die Vorstellung des Apfels ist anschaulich, aber der Unterschied ist, dass nur die sinnliche Wahrnehmung originärgebend ist, also den Apfel quasi leibhaftig, als leibhafte Gegenwart wird, während die Fantasievorstellung nicht diesen originärgebenden Charakter hat. Und deshalb ist es auch so, dass wenn ich mir vorstelle, dass ein Apfel ist, bin ich nicht gerechtfertigt, epistemisch zu glauben, dass ein Apfel ist. Im Gegensatz, wenn ich den Apfel sehe, eben weil es eben aufgrund dieser phänomenologischen Erkenntnistheorie so ist, dass nur originärgebende Akte Quelle unmittelbar rechtfertigt sind. Also wenn ich den Apfel sehe, bin ich gerechtfertigt, wenn der Apfel leibhaftig präsentiert wird, wenn ich ihn mir vorstelle, дальше. Он говорит, что да, Селлерса вот в этой статье как бы он идет в том же направлении, что Гуссель, хотя использует совершенно другую терминологию. Дальше он говорит, что Гусселя воображение играет очень большую роль, но опять же, в этом примере с яблоком, да, эпистемологически релевантно только то, что мы непосредственно восприняли, не то, что мы домыслили или довообразили. Он говорит, что источниками знания должны считаться только
изначально как бы дающие акты, энергия акты, изначально дающие, изначально как бы представляющие предмет акты. Остальные те, где мы домысливаем, они не могут считаться надежным источником познания. Сереж. Между нами. Да. Мысль есть идиотическая интуиция, значит, только дающая. Да. Было, между нами. Какие-то с нас вопросы. Идиотическая интуиция, но тоже дающая. Ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag und für die Diskussion. Ja, also ja, ja. Ja, im Namen der Organisatorin nochmal wirklich herzlichen Dank. Ja. Danke. Super, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und über die Diskussion. Und genau, es war sehr angenehm. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen.